Ich weiß natürlich, dass finanzielle Gründe für Eure Majestät nicht ausschlaggebend sein können, aber nur ein Kaiserreich kann den Schuldnermächten die Rückzahlungen garantieren. Ihr Plan verstößt gegen die Abmachungen, die wir mit London und Madrid getroffen haben. Wenn Sie in Mexiko erst einmal etabliert sind und die Zügel der Regierung fest in Händen haben, werden diese Cassandra-Rufe verstummen, das verspreche ich Ihnen. Aber diese Erfolge bedeuten nichts. Es ist unmöglich, das ganze Land zu besetzen. So viele Soldaten gibt es nicht. Die Juaristen machen sich das zunutze. Sie entwickeln eine Kriegsführung, der die konventionelle Strategie ziemlich hilflos gegenübersteht. So eine Art Kleinkrieg. Den Guerilla. Übrigens eine spanische Erfindung. An ihr ist, wie Sie wissen, Napoleon I. gescheitert in Spanien. Und jetzt wird leider sein Neffe in Mexiko dran scheitern. Ich habe heute aus Paris Anweisung erhalten, unverzüglich mit dem Abzug der französischen Truppen zu beginnen. Das ist unmöglich. Das hieße das Kaiserreich rettungslos dem Ruin preisgeben. Und deshalb haben Sie mich aus meinem letzten Erdenschlaf aufgeweckt, General Escobedo. Ja. Ich wollte Ihnen sagen, dass es eine große Befriedigung für mich ist, das morgige Erschießungskommando aus Soldaten zusammengesetzt zu wissen, die meinem Befehl unterstehen. So sehr hassen Sie mich? Mehr, als Sie es sich vorstellen können, Herr Herzog.